Ja, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind seit 25 Jahren die Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. In meinem heutigen Video möchte ich euch mal wieder einen Einbau einer Alarmanlage, einer Diebstahlwarnanlage vorstellen, die wir vorgenommen haben in einem Porsche 911 Baureihe 991, also aktuellstes Fahrzeug. Und verbaut in diesem Fahrzeug haben wir von Viper die 3606, damit so eine analoge High-End-Alarmanlage in so einem modernen Fahrzeug überhaupt zu verbauen. Das braucht man eine sogenannte Cambo-Schnittstelle. Die haben wir hier natürlich auch verbaut. Und die Cambo-Schnittstelle hat den Vorteil, dass wir an dem Fahrzeug nichts beschädigen. Wir lesen lediglich die Türkontakte, Motorhaube, Kofferraumdeckel und Zündschloss aus dem Fahrzeug über die Cambo-Schnittstelle aus und können dann damit das Ortungssystem und die Alarmanlage mit den passenden Informationen versorgen, dass es in diesem Fahrzeug problemlos funktioniert. Ganz wichtig für Leasing- und Firmenfahrzeuge, denn in die Cambo-Schnittstelle können wir das jeweilige Datenprotokoll des Fahrzeuges einlesen, die sogenannte DNA des Fahrzeuges, und können dann, wenn der Kunde nach 3 Jahren sagt, war ja hier eine witzige Kiste, aber ich kaufe mir jetzt doch einen Geländewagen oder einen Transporter oder was auch immer, egal von welcher Marke, dann spielen wir lediglich in die Cambo-Schnittstelle das Protokoll von dem jeweiligen neuen Fahrzeug ein und können das ganze System weiterhin benutzen. Wir konfigurieren die Alarmanlagen mit diversen Sensoren. Hier in dem Fahrzeug verbaut haben wir ein Radarmodul 508, ein Audiosensor 506 von Empire, den Neigungssensor. Den Neigungssensor, um die teuren Felgen mit den Zentralmuttern hier zu schützen, weil die Felgen haben hier nur eine Schraube und dann sind die natürlich relativ begehrt, so teure Radsätze. Ich habe in letzter Zeit immer mehr Kunden, denen sie Felgen geklaut haben. Ich habe eine riesen Dropbox-Datei mit ganz witzigen Bildern, wenn diese Fahrzeuge auf 3 Steinen und einem Wagenheber stehen. Also macht auf jeden Fall Sinn, hier einen Neigungssensor einzubauen, der kostet 50 Euro. Zusätzlich verbaut haben wir von Empire das Lock 200. Das ist ein GPS-GSM-Ortungssystem mit einer SMS-Pager-Funktion. Und das nutzen wir dafür, dass der Kunde nicht nur über den Pager hier, über den 7756V informiert wird, sondern zusätzlich auch noch eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt, wenn das Fahrzeug angegriffen wird. Parallel dazu bekommt man einen Google-Link, wenn das Fahrzeug angegriffen wird. Und ich kann natürlich jederzeit auch das Fahrzeug selbstständig orten. Warum ist es so wichtig, heutzutage sein Fahrzeug mit einer nachträglichen Alarmanlage abzusichern? So ein Fahrzeug hat ja, oder die modernen Fahrzeuge haben ja fast heutzutage alle eine Wegfahrsperre und eine Alarmanlage. Nur ist es leider so, dass die Diebe den komfortablen Zugang über die Onboard-Diagnose, den die Werkstätten und die Pannendienste nutzen, natürlich auch für sich nutzen. Und das ist die Achillesferse der Sicherheit. Das ist ein Kunststoffdeckel hier bei dem Porsche unten im Fußraum abnehmen und dann ist man an der Onboard-Diagnose. Und die Diebe wissen halt leider auch, wie man eine Alarmanlage deaktiviert, eine Werkseitige und eine Wegfahrsperre. Und das ist halt einfach so, dass die Alarmanlagen, die in den Fahrzeugen serienmäßig verbaut wurden, einfach auch schnell mal umgangen werden können. Denn wenn die Diebe es geschafft haben, ein Fahrzeug zu knacken, ist eine Serienfertigung, dann können sie alle aus dieser Serie knacken. Und wenn die Fahrzeuge neu auf dem Markt sind, dann ist es immer dasselbe. Dann höre ich ein halbes Jahr lang nichts von den Autos und dann auf einmal klingelt das Telefon und Mercedes A-Klasse, überall die Felgen geklaut, bei den ganzen BMWs die Navis geklaut und die haben alle eine werkseitige Alarmanlage drin, aber die geht einfach nicht los. Denn die Diebe wissen ganz genau, wie sie das Energiemanagement-System umgehen oder wie sie sich im Internet ein Tool besorgen, über die Onboard-Diagnose das alles zu deaktivieren. Ich will jetzt hier keine Anleitung geben, wie man ein Fahrzeug knackt, aber die Diebe wissen es ohnehin schon. Die Statistiken geben uns recht, der Bedarf an geilen Autos und an hochwertigen Fahrzeugteilen im osteuropäischen Raum ist gigantisch groß und in gewissen Ländern wie Kirgisistan sind die so frech, da fahren die selbst mit unseren Kennzeichen durch die Gegend, das interessiert da keine Sau und deshalb ist da ganz dringender Handlungsbedarf, das Fahrzeug individuell abzusichern mit einer nachträglichen Alarmanlage. Nachträgliche Alarmanlage, die Diebe wissen nicht, wo bauen wir die Alarmanlage ein, wo bauen wir die Sensoren ein, ist ein Notstromakku eingebaut, so wie bei dem hier ist der 520T eingebaut. Wird der Kunde über diesen Pager hier benachrichtigt, ist ein Radarmodul drin und wir bauen im Jahr so viele Systeme ein wie kein anderer Händler in Deutschland und wir haben noch niemals ein Fahrzeug verloren beziehungsweise noch niemals wurde ein Kunde Opfer eines Einbruchs und das ist wirklich eine Statistik, auf die ich sehr stolz bin und ich hoffe natürlich, dass es auch dabei bleibt. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt und das nachträglich absichern wollt, meldet euch bei mir. Meine Rufnummer lautet 0172 4090295. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken unter die Info
oder auf die info@kaistüven.com oder schreibt es unten bei YouTube in die Beiträge rein. Natürlich könnt ihr mich auch oder unser Team in Hamburg besuchen kommen. Meldet euch, wenn es geht, vorher an. Bei uns ist immer ziemlich viel los, dass ich auch ein bisschen Zeit für euch habe, euch das in so ein System mal zu erklären und zu zeigen. Wir haben jeden Tag hier diverse Fahrzeuge, die wir absichern. Also wenn es euch interessiert, ich zeige euch gerne, wie das in der Praxis funktioniert. Vielen Dank, euer Kai Stüven.